Heute wird es richtig explosiv, meine Damen und Herren, denn ich habe heute vor, mit euch zusammen ein klitzekleines Experiment zu starten. Ja, ihr habt richtig gehört, wir werden ein kleines Minecraft-Experiment hier zusammen fabrizieren, meine Damen und Herren. Worum es hier heute bei dem Experiment geht, meine Damen und Herren, werdet ihr gleich sehen, aber erstmal einen wunderschönen guten Tag und willkommen heute wieder zurück zu einem weiteren Minecraft-Video. So, ich kann euch jetzt erstmal zeigen, meine Damen und Herren, was ich hier Wunderschönes für euch vorbereitet habe. Nämlich habe ich hier drüben ein schönes Haus gebaut. Ja, es ist kein gewöhnliches Haus, wie man eventuell unschwer erkennen kann. Ja, man sieht ja hier, naja, wie soll ich sagen, das hier sollte eigentlich irgendwie Holz sein, aber es ist irgendwie, ja, naja, ein gewisser schwarzer Stein, den jeder kennt, den auch jeder liebt, nämlich den guten alten Obsidian. Ja, also ich für meinen Teil würde jetzt mal behaupten, das Gebäude sieht doch sehr, sehr, sehr bombensicher aus. Oder was meint ihr, Leute? Ich würde mal sagen, wir gucken uns das ganze Gebäude jetzt erst nochmal ein bisschen von drinnen an und schauen mal, wie denn so die Inneneinrichtung da drinnen aussieht. So, hier wunderschöne Holztür. Oh, Wahnsinn, das ist ja alles hier Obsidian-mäßig, ja, ich sag mal nichts dazu, Leute. Ich muss wirklich sagen, es sieht ganz cool aus und hier ist das Bett irgendwie ein bisschen verbuggt. Guck mal, das können wir so richtig hinsetzen, ne? Wir schauen uns mal hier ein bisschen um. Ja, was soll man dazu noch großartig sagen? Ist halt ein kleines Haus hier mit einem Tisch. Hier ist so eine Sitzbank, dann haben wir hier einen Braustand, dann haben wir halt noch den Enchantment-Table, ein paar Bücher und so weiter und so fort. Also, Leute, ich würde mal sagen, ein ganz klassisches Einfamilienhaus, ne? Hier gibt's halt noch eine Leiter nach oben. Schauen wir mal, was es hier oben noch so gibt. Ah, guckt euch das an. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Was ist denn das? Hä? Da kann man hier... Ach, guck mal, cool. Man kann hier dann so irgendwie auf den Balkon gehen oder sowas. Mega nice. Kann man dann auch wieder hier irgendwie zurück. Geht das hier? Ne, man kann irgendwie nur runter, aber nicht hoch. Voll komisch irgendwie. Naja, genau, dann gab es hier noch eine andere Tür. Da können wir uns das auch nochmal ein bisschen genauer angucken. Was haben wir hier so Schönes? Oh, da kann man dann hier auf dem Dach ein bisschen rumklettern und so weiter und so fort. Aber Leute, darum soll es heute nicht gehen. Ich habe nämlich vorgehabt, mit euch heute zu testen, wie viel TNT so ein Obsidianhaus aushält. Ja, ihr habt richtig gehört, das ist das Experiment von heute. Wir werden probieren, wie viel TNT so ein Obsidianhaus braucht, um dass es einfach in die Luft fliegt und einfach kaputt ist. Ich habe mir jetzt hier auch nochmal eine ganz, ganz besondere runtergeladen, nämlich, Moment, Leute, diese Vorbereitung, yeah! Ich habe mir hier nochmal ein paar neue Minecraft-TNT-Blöcke dazu geholt, ein paar neue Blöcke eingefügt, das ist halt ein Mod, ne, muss ich nochmal dazu sagen. Hier haben wir dann Miner-TNT, Firebomb, Napalm, Scatterbomb haben wir hier, eine Nuke haben wir auch, ja, eine C4, dann haben wir hier eine Hydrogenbomb, keine Ahnung, was das Ding bringen soll, also Hydrogen, das klingt schon ziemlich gefährlich, ein Bunkerbuster, dann haben wir noch eine Propellant, dann haben wir hier Projectile, dann haben wir Bundled Projectile, dann haben wir eine Supernova, ja, eine Supernova, Leute, ihr wisst, was eine Supernova ist, das ist irgendwie so mega heiß und es explodiert und es macht Boom, Boom, Boom. Meteor haben wir dann noch hier, eine Time Bomb, irgendwas mit P, ich kann es nicht aussprechen, und Antimatter haben wir hier am Start. So, wir sind sehr, sehr gut ausgerüstet, um das Gebäude hier zu sprengen. Ich bin wirklich gespannt, wie das Ganze hier ausgehen wird, Leute. Ich habe das Ganze ja noch nicht probiert, aber ich würde mal sagen, wir starten einfach mal, indem wir jetzt hier schon mal mit unserer wundervollen World-Edit-Axt einfach mal einen riesen Dingsbums hier machen, ein riesengroßes Meer aus TNT. Wir werden das jetzt einfach mal hier so zack, nee, warte mal, das ist zu hoch. Wir werden hier von hier einfach mal zack und ein riesengroßes Meer einfach aus TNT machen und werden das dann hier live zünden, Leute. Glaubt ihr, dass wir es schaffen, ein Obsidianhaus hier kaputt zu machen? Ich weiß es nicht, weil Obsidian ist eigentlich dafür bekannt, dass es unkaputtbar ist, wenn man mal so sagen kann. So, Set TNT, zack, boom, bam. Dann haben wir jetzt hier schon mal... Oh mein Gott. Alter, das ist richtig viel TNT. Hoffentlich stürzt mein Spiel nicht ab. Bitte stürzt mein Spiel nicht ab. Oh, Leute, es ist einfach jetzt schon ein riesengroßes Meer mit TNT. Und ich weiß nicht, Leute, werden wir es schaffen? Wird das Experiment schiefgehen? Wird das Experiment funktionieren? Leute, schreibt es mal einfach unten in die Kommentare, ob wir es irgendwie schaffen. Vielleicht schaffen wir es jetzt nicht mit diesem TNT hier. Ich weiß es nicht, Leute. Ich habe diesen Versuch noch nie gewagt. Wir probieren es jetzt einfach mal, indem wir einfach mal hier das TNT hier hinten in der Ecke anzünden, Leute. Ich bin wirklich gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Wird das Spiel abstürzen? Wird irgendwas passieren? Bitte, Leute, hofft mal, dass mein PC das Ganze aushält und nicht einfach kaputt geht. Das wäre nämlich jetzt mega dumm, wenn mein PC einfach kaputt geht. Okay, durchatmen, Leute. 3, 2, 1, go! Go, 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 go! Okay, jetzt gehen wir mal ein bisschen hier weg, Leute, und betrachten das Ganze. Wow! Oh mein Gott! Alter. Oh, oh. Hallo? Mama? Alter. Okay, okay, okay. Junge. Oh mein Gott, die Welt lädt. Alter. Oh, aber das Gebäude steht immer noch. Das Haus steht immer noch, Leute. Das Haus steht noch. Irgendwie fehlt da nichts. Oder?
Ey, krass, ich glaube, das hat hier sogar ein bisschen was. Ich glaube, das hat sogar ein bisschen was kaputt gemacht. Krass. Guck mal, ja doch. Es hat das Dach kaputt gerissen. Es hat das Dach. Leute, das Dach ist auf jeden Fall schon kaputt gegangen. Ihr seht es, das Dach war ja auch aus so Obsidian Stairs oder sowas, kann ich mal sagen, ne? Und das Dach hat es auf jeden Fall schon mal zerstört. Aber den eigentlichen Obsidian, also hier so den eigentlichen Grundbaustein, sag ich mal, ne? Den hat es nicht komplett zerrissen. Oh, Alter, wie sieht die Welt aus? Was ist denn hier? Wer war das? Warst du das etwa, Lars, oder so? Hast du das hier kaputt gemacht? Nee, Spaß beiseite, Leute. Krass. Also ich muss wirklich sagen, es hat auf jeden Fall schon mal ein richtig heftiges Ausmaß angenommen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, hier von dem Ganzen. Aber der Grundbaustein hier steht nämlich noch, Leute. Wir müssen probieren, diesen Grundbau hier kaputt zu machen. Alles klar, so sieht der Boden doch jetzt schon mal ein bisschen besser aus, Leute, als so ein Riesenkrater. Ich habe jetzt hier mal den Boden wieder ein bisschen zusammengeflickt, Leute, weil das sah ein bisschen komisch aus, wenn da so einfach nur so ein Haus durch die Gegend fliegt. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern wir wollen jetzt hier probieren, dieses Obsidian-Haus oder was davon noch übrig ist, einfach versuchen wegzusprengen. Ja, das ist nämlich das Ziel von heute, weil wir sind nämlich Experimentmacher-Typen-Dingens. Wissenschaftler? Sind wir Wissenschaftler? Ich weiß es nicht, Leute. Aber wir sind auf jeden Fall jemand, der coole Experimente macht. Wir machen jetzt erstmal hier Time Set 0 wieder, so. Genau, ich bin am überlegen, welche Bombe oder welcher TNT-Block hier der richtige ist, um dieses Gebäude zu zerstören. Ich weiß es nicht, Leute. Ich würde sagen, wir nehmen mal hier die Supernova raus. Dann nehmen wir hier einen Nuke. Das klingt sehr, sehr gefährlich, einen Nuke. Dann haben wir hier eine Scatterbomb. Dann haben wir hier nochmal Napalm. Alter, Napalm, das klingt schon richtig böse. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, Leute, welche Bombe hier von den ganzen es schaffen wird, dieses Obsidian-Haus wegzusprengen. Ja, ich werde es jetzt mal probieren, indem wir einfach mal zack hier so die, was ist das jetzt hier? Scatterbomb. Dann werden wir jetzt hier einfach mal mit der Scatterbomb den ersten Test wagen. Leute, gehen jetzt hier mal ein paar Schritte weg, weil es kann natürlich sein, dass da einem etwas ins Auge fliegt. Okay, Scatterbomb war anscheinend nicht das Wahre, ne? Dann haben wir jetzt noch hier zur Auswahl eine Napalm, eine Supernova-Bomb, Alter, eine Nuke, eine Hydrogen-Bomb. Ja, und das war's dann auch schon. Ich würde sagen, wir probieren das jetzt als nächstes mit der Hydrogenbomb. Komm, wir probieren mal die Hydrogenbomb, weil die klingt jetzt nicht so krass. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich da jetzt komplett falsch liege oder sowas, Leute, aber wir werden jetzt einfach mal hier die Hydrogenbomb nehmen. Und die brutzelt, also sie ist gezündet. Sie ist gezündet und was passiert da? Da passiert doch gleich, oder? Komm schon, ich will sehen, dass das TNT, ich will sehen, dass das Obsidian hier durch die Gegend fliegt. Los, komm schon! Zeig, was du drauf hast! Komm schon! Hä, warum passiert da nichts? Ist es... Oh, es hat funktioniert. Oh, oh. Oh nein. Bitte, bitte nicht. Was? Oh, oh, ich glaube, es lädt gerade. Hallo? Oh, oh mein Gott. Okay, okay, ist das was in die Luft geflogen? Es brennt. Oh mein Gott. Alter! Oh nein. Oh nein. Oh, oh. Das wird Riesenlags verursachen. Alter! Junge! Alter, was ist passiert? Ich wollte doch... Ja, wie soll ich sagen, ne? Ja, jetzt brennt hier der komplette Wald irgendwie ab, Leute. Es ist jetzt nicht so gut. Hydrogenbomb, du bist böse. Hydrogenbomb, du bist wirklich böse. Oh, was mache ich denn jetzt? Es laggt voll. Alter. Junge, was ist hier... Boah, das geht richtig weit nach... Okay, also Leute, niemals mit Hydrogenbomben spielen. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Aber wir werden jetzt mal gucken, ob wir mit Supernova oder Napalmbomben spielen dürfen. Mich interessiert eigentlich nur an dem Ganzen, können wir es schaffen, dass wir dieses Gebäude hier wegsprengen? Dieses Obsidian-Gebäude, in dem wir jetzt einfach mal eine Napalmbombe nehmen und werden die dann hier auch noch zusätzlich zünden. Leute, es tut mir leid, wenn ich jetzt ein paar Frame-Einbrüche habe, aber es sollte eigentlich noch so ziemlich alles in Ordnung sein hier. Ist da jetzt was passiert? Alter, als ob die Napalm nichts gebracht hat, oder? Krass. Die Napalm hat einfach nichts, hat die Napalm nichts gebracht. Okay, okay, dann werden wir es jetzt so machen, dass wir zack hier einmal das hier, diese Supernova-Bombe da einfach hinsetzen und werden hier zack das Ding zu... Oh, oh. Okay. 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 Ich bin jetzt mal gespannt, wie das Ganze hier auslaufen wird. Hier, die Supernova-Bombe haben wir jetzt hier gezündet. Bitte, Leute. Oh, oh. Oh mein Gott. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Yo! Was ist denn hier passiert? Aber das Gebäude ist komplett unversehrt. Das Gebäude ist einfach komplett unversehrt. Was ist das denn hier für eine Veräpplung? Hä?
Das, ja, also die Supernova-Bombe hat hier einfach einen riesen Krater hinterlassen. Aber absolut genau da, wo unser Obsidian-Resthaus-Gedönskram da anfängt, Leute. Bis dahin. Und hier ist einfach nichts passiert. Sollen wir das Experiment weiterwagen? Wollen wir aufgeben? Ich weiß es nicht, Leute. Wir werden es auf jeden Fall weiterwagen. Wir haben jetzt hier nämlich noch die wundervolle Nuke-Bombe hier. Und Nuke klingt für mich schon sehr, sehr böse und sehr, sehr gefährlich. Die Nuke wird jetzt gezündet. Wir gehen in sichere Entfernung, werden uns hier in sichere Entfernung begeben und werden dann hier dem Ganzen beim Spielchen zuschauen, Leute. Bitte, komm schon, Nuke. Zeig, was du drauf hast, Nuke. Also, ich glaube, die ist... Oh nein, schon wieder Feuer. Oh. Okay, hier ist wieder Feuer. Bitte nicht so viel Feuer. Bitte nicht. Ja, hier ist halt sehr, sehr viel Feuer jetzt. Na, toll. Schauen wir einfach mal, was wir noch so für Bomben haben, Leute. Weil ich glaube, wir haben nämlich noch hier irgendwo eine Chance, dass unser Obsidian-Haus weggesprengt wird, Leute. Ich versuche mein Bestes. Wird es funktionieren oder ist Obsidian einfach absolut das Unzerstörbarste, was es gibt auf diesem Minecraft-Planeten? Meteor haben wir noch. Meteor klingt jetzt nicht so spannend, aber nehmen wir jetzt mal raus. Antimatter. Dann haben wir noch Block. Den werden wir jetzt erstmal hier, den Meteor werden wir jetzt erst nochmal zünden. Zack, boom, bam. Hier, nehmen wir das hier so. Kommt der jetzt von oben wie ein Meteor, oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Hallo? Hallo? Hä? Oh, da kommt auch schon der TNT-Block runtergefallen. Oh, schönes Ding sieht das auch. Oh! Wow! Oh, oh. Oh mein Gott! Wow! Yeah, nice. Oh, Alter, das hat richtig krass hier oh, yo. Also das Obsidian-Haus ist von dem TNT sehr stark beschädigt, muss man sagen. Also es brennt, es ist voller Lava und alles drum und dran, Leute. Aber es steht immer noch. Es steht einfach immer noch. Und damit, das lassen wir nicht auf uns sitzen, Leute. Damit werden wir jetzt probieren, einfach nochmal weiterhin hier mit dem Antimatter beispielsweise. Probieren wir jetzt mal, zack, einmal mit dem Antimatter. Hier, setz es mal hin. So, ich bin jetzt gespannt, was jetzt passiert, weil das Antimatter haben wir bis jetzt noch nicht ausprobiert. Komm schon, zeig, was du drauf hast. Los. Okay, irgendwie braucht das ziemlich lange, um zu zünden. Hallo, funktionierst du? Funktioniert das Ganze hier? Ich weiß nicht, Leute. Wir gehen jetzt mal wieder auf sicheren Abstand. Hier, los, komm schon. Zünde dich, Antimatter. Zeig, was du drauf hast. Oh. Oh? Ist da jetzt... Hä? Ich glaube, da ist so ein bisschen das Dings hier weggesprengt worden. Hier, die Lava. Haben wir es geschafft mit dem Antimatter? Das... Ich weiß es nicht, Leute. Ich habe keine Ahnung. Wir nehmen jetzt einfach mal den Block hier nochmal, diesen... Der ist sogar dunkel wie Obsidian. Jetzt bin ich mal wirklich gespannt. Funktioniert... Oh mein Gott, ja! Es klappt tatsächlich. Wir probieren das jetzt einfach mal so. Moment, Leute. Ich habe die ganzen Blöcke hier wirklich noch nicht ausprobiert. Also ich hatte gar keine Ahnung, dass es hier funktioniert. Wir machen jetzt mal so zack. Zack, 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 zack. Ja, Tatsache. Es funktioniert halt einfach echt, Leute. Es funktioniert wirklich. Ups, das wollte ich nicht. Es funktioniert wirklich. Wir können das Gebäude hier jetzt einfach komplett wegsprengen mit diesem wie heißt das Ding? Persistition Block. Ich kann es nicht aussprechen. Was ist denn los, ey? Alter, Jungs, Mädels, wir haben es hinbekommen. Wir haben einfach das Obsidian-Haus. Wir können es einfach wegsprengen. Wir haben es auch einfach weggesprengt jetzt, Leute. Nice. Richtig, richtig nice. Zack, zack, zack. Wir machen das jetzt hier komplett weg, Leute. Ich würde mal behaupten, Leute, das Experiment für heute ist doch super ausgegangen, oder? Ich meine, die Welt hat jetzt einen klitzekleinen Schaden davon getragen, aber naja, das ist jetzt nichts, was man irgendwie mit einem Pflaster oder sowas nicht wieder reparieren könnte oder so, ne? Ja, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Sache, muss ich sagen, Leute. Ich würde mal sagen, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr Bock auf mehr habt, lasst es mich doch wissen in den Kommentaren oder gebt ein Däumchen nach oben, das würde mich freuen. Und dann kann ich auch sehen, wenn ihr Bock auf mehr solcher, ja, ich weiß nicht, ich nenne es mal Experiment-Videos oder sowas habt, da können wir das mal ausprobieren oder sowas, vielleicht demnächst mal was anderes, nicht mit TNT oder sonstiges. Mal gucken, Leute, wenn ihr Bock darauf habt, lasst es mich doch einfach wissen und ich würde mal sagen, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute, ja, das war's. Ciao!